Hallo liebe Freunde, willkommen zu Gott auf meiner Seite. Heute mit Seite 576. Lasst uns gemeinsam beten. Lieber Vater im Himmel, danke, dass du uns mit deinem Heiligen Geist erfüllen möchtest. Danke, dass wir, egal wie alt wir sind, egal wie viel Lebenserfahrung wir haben, egal wie viel Vorkenntnis wir mitbringen, dass wir zu dir kommen können und dass du unser Lehrer sein möchtest. Das bitten wir dich für den heutigen Tag, dass du uns lehrst und dass du uns erfüllst mit deinem Heiligen Geist und auch heute durch dein Wort zu uns sprichst. Das bitten wir alles im Namen Jesu. Amen. Wir sind in Hiob Kapitel 33. Nachdem das Gespräch zwischen Hiob und seinen drei Freunden einen Punkt erreicht hat, wo niemand mehr etwas sagen möchte oder kann, schaltet sich der jüngere Elihu ein, der bis dahin gewartet hat und fängt jetzt an, Hiob zu antworten. Und er sagt, dass er versuchen möchte, objektiv zu sein, zumindest für keine der beiden Seiten Partei zu ergreifen. Wir lesen ab Vers 8. Nun hast du vor meinen Ohren gesagt, und ich höre noch den Klang der Worte. Rein bin ich ohne Vergehen, unbefleckt bin ich und ohne Schuld. Siehe, er erfindet Feindseligkeiten gegen mich, er hält mich für seinen Feind. Er legt meine Füße in den Stock und lauert auf alle meine Wege. Siehe, da bist du nicht im Recht, erwidere ich dir, denn Gott ist größer als der Mensch. Warum rechtest du denn mit ihm, da er doch keine seiner Taten zu verantworten hat? Sondern Gott redet einmal und zum zweiten Mal, aber man beachtet es nicht. Im Traum, im Nachtgesicht, wenn tiefer Schlaf die Menschen befällt und sie auf ihren Lagern schlummern, da öffnet er das Ohr der Menschen und besiegelt seine Warnung an sie, um den Menschen von seinem Tun abzubringen und den Mann vor dem Hochmut zu bewahren, damit er seine Seele vom Verderben zurückhalte und sein Leben davon in den Wurfspieß zu rennen. Elihu bringt also jetzt einen etwas neuen Gedanken hinein, indem er sagt, Gott warnt Menschen vor dem Unheil. Er spricht zu ihnen in der Nacht, im Traum. Interessanterweise ist diese Idee von dem Traum, von dem Nachtgesicht ja etwas, was auch schon Eliphas ganz am Anfang in Kapitel 4 aufgegriffen hat, wo er behauptet, eine gewisse Erscheinung gehabt zu haben, die sehr merkwürdig ist und nach dem, was diese Erscheinung ihm sagt, offensichtlich nicht von Gott kommt. Der Elihu möchte also deutlich machen, dass Gott warnt, dass er nicht einfach Unheil schickt, sondern den Menschen eigentlich das Unheil ersparen möchte. Er züchtigt ihn mit Schmerzen auf seinem Lager, ja, er straft sein Gebein sehr hart, dass ihm das Brot zum Ekel wird und seiner Seele die Lieblingsspeise. Sein Fleisch schwindet dahin, man sieht es nicht mehr und seine Knochen, die man sonst nicht sah, liegen bloß. Seine Seele naht sich dem Verderben und sein Leben den Todesmächten. Wenn es dann für ihn einen Gesandten gibt, einen Mittler, einen aus Tausenden, der dem Menschen seine Gerechtigkeit verkündigt, so wird er sich über ihn erbarmen und sprechen, erlöse ihn, damit er nicht ins Verderben hinabfahre, ich habe ein Lösegeld gefunden. Und hier beschreibt Elihu eigentlich auf eine sehr schöne Art und Weise, was der Erlösungsplan für uns bedeutet. Dass nämlich Gott einen Mittler sendet, der Gottes Gerechtigkeit verkündet. Das ist nämlich niemand anderes als Jesus Christus gewesen, der von Gott gesandt ist und die Gerechtigkeit Gottes erklärt, ausgelebt und uns zur Verfügung stellen möchte. Paulus sagt in Römer 1 und dort Vers 16 und 17, dass im Evangelium die Gerechtigkeit Gottes sich offenbart. Wenn also dieser Mittler zu dem Gläubigen oder zu dem Menschen, zu dem sündigen Menschen spricht und ihm die Gerechtigkeit offenbart, dann erbarmt sich Gott und sagt, erlöse ihn, denn ein Lösegeld ist gefunden worden. Dieses Lösegeld im Evangelium, das hat natürlich Jesus Christus für dich und für mich bezahlt. Elihu will also deutlich machen, dass Gott einen Erlösungsplan hat und dass all die schlimmen Dinge, die passieren, eigentlich nur dazu dienen, einen Menschen auf diesen Erlösungsplan hinzuweisen und ihn dorthin zu bringen. Eine Idee, die durchaus
ihre Berechtigung hat, denn tatsächlich geschehen viele Dinge in unserem Leben, auch negative Dinge, weil Gott sie zulässt, um uns dahin zu bringen, anzuerkennen, dass wir einen Erlöser brauchen, dass wir Jesus von Herzen annehmen. Alsdann wird sein Fleisch frischer sein als in jungen Jahren. Er wird zurückkehren zu den Tagen seiner Jugend. Er wird zu Gott flehen und der wird ihm gnädig sein. Ja, er wird ihn sein Angesicht sehen lassen mit Jauchzen und er wird dem Menschen seine Gerechtigkeit wiedergeben. Der wird dann singen vor den Menschen und sagen, ich hatte gesündigt und das Recht verkehrt, aber er hat mir nicht vergolten, wie ich es verdiente. Von allen Freunden, das sind jetzt vier mittlerweile, die mit Hiob sprechen, ist es eigentlich Elihu, der an dieser Stelle am genauesten und besten den Erlösungsplan erklärt und wiedergibt. Er hat meine Seele erlöst, dass sie nicht ins Verderben hinabgefahren ist, sodass mein Leben das Licht wieder sieht. Hier beschreibt er die Erfahrung, die ein Mensch macht, wenn er gesündigt hat und wenn er merkt, dass Gott in Erbarmen zu ihm spricht und ihn erlöst, obwohl er das nicht verdient hat. Gerechtigkeit aus Glauben wird hier sehr anschaulich und sehr schön erklärt. Siehe, dies alles tut Gott zwei- oder dreimal mit dem Menschen. Die Idee scheint hier zu sein, dass das Gott nicht nur einmal tut, sondern immer wieder versucht, den Menschen für die Erlösung zu gewinnen. Um seine Seele vom Verderben zurückzuholen, damit sie erleuchtet werde mit dem Licht der Lebendigen. Gott möchte uns vor dem Verderben bewahren. Er möchte, dass wir erleuchtet werden mit dem Licht, das Gott selbst eigentlich ist. Mit dem Licht, das vom Angesicht Jesu Christi erscheint. Das Licht der Wahrheit. Habe Acht, Hiob. Höre mir zu. Schweige und ich will reden. Wenn du Worte hast, so antworte mir. Rede nur, denn ich wünsche deine Rechtfertigung. Werde aber nicht. So höre mir zu. Schweige und ich will dich Weisheit lehren. Und Elihu redete weiter und sprach, hört ihr Weisen auf meine Worte und ihr Verständigen, gebt mir Gehör, denn das Ohr prüft die Worte, wie der Gaumen die Speise schmeckt. Wir müssen, das ist auch ein wichtiges Prinzip, Worte, die wir hören, prüfen. Die Bibel sagt in 1. Thessalonicher 5, wir konnten den Vers selbst finden, prüft alles. Das Rechte wollen wir uns erwählen, um untereinander zu erkennen, was gut ist. Denn Hiob behauptet, ich bin gerecht, aber Gott hat mir mein Recht entzogen. Trotz meines Rechtes werde ich zum Lügner gestempelt. Tödlich verwundet bin ich vom Pfeil, ohne dass ich schuldig wäre. Wer ist ein Mann wie Hiob, der Lästerung trinkt wie Wasser, der in Gemeinschaft mit Übeltätern wandelt und mit gottlosen Leuten umgeht? Und hier merken wir, dass obwohl der Elihu deutlich als alle anderen vorher das Evangelium verstanden hat und erklären kann, trotzdem es nicht schafft, Sympathie und Mitgefühl mit Hiob zu haben, sondern doch wieder in diese Idee verfällt, dass der Hiob hier Teil einer Gruppe von gottlosen Menschen gewesen sein muss. Denn er hat gesagt, es nützt dem Menschen nichts, wenn er mit Gott Freundschaft pflegt. Darum, ihr verständigen Männer, hört mir zu, fern sei es von Gott, dass er gesetzlos handle und von dem Allmächtigen, dass er Unrecht tue, sondern er vergilt dem Menschen nach seinem Handeln und lässt es jedem ergehen nach seinem Wandel. Lasst uns gemeinsam beten. Lieber Vater im Himmel, danke, dass du ein Lösegeld gefunden hast für mich und für jeden, der jetzt dieses Video sieht. Danke, dass wir deine Gerechtigkeit erkennen können im Evangelium. Danke, dass du mit mir und mit jedem von uns nicht so handelst, wie es unsere Sünde, unsere Rebellion, unser Unglaube eigentlich verdient hätten, sondern dass du dich aktiv bemüht hast, mich und jeden Einzelnen von uns zu retten. Und Herr, diese Errettung, die wollen wir in Anspruch nehmen, heute an diesem Tag. Im Namen Jesu. Amen.